Eurasia ist eine Kreuzung aus Wolfspitz, Chow Chow und dem Samojeden. Die Rasse entstand in den 1960er Jahren. Heute erfreuen sich die kinderlieben und pelzigen Vierbeiner besonders als Familienhunde wachsender Beliebtheit. Geschichte und Herkunft des Eurasias. Als Vater des Eurasias gilt Julius Wipfel, der gemeinsam mit ein paar anderen Züchtern im baden-württembergischen Weinheim seinerzeit beschloss, einen Familienhund besonderer Art zu züchten. Zunächst kreuzte er den Chow Chow mit einem Wolfsspitz. Den entstandenen Mischlingen gab man den Namen Wolf Chow. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz war von der Entstehung der neuen Rasse besonders begeistert, denn er hatte schon die Charaktereigenschaften von Mischlingen aus dem deutschen Schäferhund und dem Chow Chow genauer studiert. Als ideal sah Lorenz die Verpaarung von gehorsamen Gebrauchshunden, wie zum Beispiel dem Schäferhund, mit eigenständig handelnden Hunden des nordischen Typs, wie beispielsweise dem Chow Chow. Genau dieses Ziel hatten auch die Wolf-Chow-Züchter um Julius Wipfel. 1972 nahm Lorenz sogar eine Wolf-Chow-Hündin namens Babette bei sich auf. Fortan war Konrad Lorenz auch Ehrenmitglied der bis heute existenten Eurasia-Zuchtgemeinschaft e.V. 1972 kreuzte man schließlich auch den sibirischen Samojeden ein und der Eurasia, der 1973 von VDH und FCI anerkannt wurde, war geboren. Aussehen des Eurasias. Der mittelgroße Hund hat ein spitzartiges Aussehen, was er vor allem seinem runden Kopf mit den kurzen Stehohren und einer eher kurzen Schnauze zu verdanken hat. Seine Statur wirkt harmonisch und kompakt. Eurasia-Rüden sollten laut Rassestandard eine Größe von 52 bis 60 cm erreichen, während Hündinnen mit 48 bis 56 cm etwas kleiner sein dürfen. Auch das Gewicht wird von der FCI festgelegt. Rüden dürfen 22 bis 30 Kilogramm wiegen, während Weibchen mit 18 bis 26 Kilogramm etwas leichter sein können. Das Fell des Eurasias ist mittellang und besitzt eine dichte Unterwolle. Nahezu alle Farben, mit Ausnahme von rein weiß, weiß gecheckt oder Leberfarben, sind erlaubt. Die meisten Eurasier sind wolfsgrau, rotbraun, cremefarben, falb oder schwarz mit Abzeichen. Die Zunge ist, je nach Erbanteil vom Chow Chow, häufig blau oder blau gefleckt. Wesen, Charakter und Erziehung des Eurasias. Der Eurasier ist ein ruhiger und ausgeglichener Vierbeiner, der eine hohe Reizschwelle besitzt. Daher ist er als Begleit- und Familienhund besonders geeignet. Er liebt den engen Kontakt zu seinem menschlichen Rudel und entwickelt dabei eine starke Bindung zu seiner wichtigsten Bezugsperson. Eurasier sind sehr kinderlieb. Ihre Familie bewachen sie aufmerksam, aber dezent, denn sie neigen nicht zu ausgiebigem Gebell. Fremden gegenüber verhält sich der Eurasier zunächst zurückhaltend. Grundsätzlich aber zeigen Eurasier Menschen gegenüber meist viel Empathie und eine ausgeprägte Sensibilität, was sie zu einer Ausbildung als Therapiehund besonders prädestiniert. Allerdings neigt der charakterstarke Hund manchmal zu einer gewissen Sturköpfigkeit, was er wohl vor allem seinem Chow-Chow-Erbe zu verdanken hat. Schnell wird man als Halter eines Eurasiers merken, dass sinnlos gegebene Befehle und stupides Lernen dem selbstbewussten Hund zuwider sind und er mit bockigem Verhalten reagiert. Eine konsequente Erziehung und Erfahrung sind dennoch angebracht, wenn er all seine positiven Charaktereigenschaften entwickeln soll. Daher ist er trotz seiner insgesamt sehr liebenswürdigen Eigenschaften nicht unbedingt für einen blutigen Hundeanfänger geeignet. Insbesondere bei Rüden ist eine gute Sozialisierung wichtig, denn sie neigen zu verstärkten Dominanzgebaren gegenüber männlichen Artgenossen. Auslauf, Pflege und Haltung des Eurasiers. Eurasier sind besonders wetterfeste Hunde, die viel Bewegung und ausreichende Beschäftigung brauchen. Ein Haus mit großem Garten ist ideal für den Hund, ersetzt aber nicht ausgedehnte Spaziergänge oder Wanderungen. Auch während kürzerer Gassigänge will er unterhalten werden, indem er schnüffeln darf, mit anderen Hunden spielen kann oder Stöckchen und Bällchen apportiert. Eurasier haben eine ausgesprochene Vorliebe für Schnee und Eis und lieben es zum Beispiel Herrchen oder Frauchen beim Skilanglauf zu begleiten.
An der Kette oder als Zwingerhund möchte der sensible Vierbeiner keinesfalls gehalten werden. Manche Eurasier haben einen ausgeprägten Jagdinstinkt, daher sollte man ihm schon früh eine gute Abrufbarkeit anerziehen oder ein Anti-Jagd-Training absolvieren. Für Hundesportarten wie zum Beispiel Agility, bei denen es auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit ankommt, wird er sich weniger begeistern. Sein Ding ist ausgiebige Nasenarbeit. Bei der Fährtenarbeit oder dem Mantrailing ist er ganz besonders in seinem Element. Hier kann er seine ausgeprägten Schnüffelleidenschaft besonders frönen und lernt konzentriert zu arbeiten. Besonders gut arbeitet er auch beim Clicker-Training, das die Bindung zu seinem Besitzer stärkt, mit. Eurasier benötigen trotz ihres pflegeintensiv aussehenden Haarkleids wenig Pflege. Einmaliges Bürsten oder Kämmen pro Woche ist ausreichend. Während des Fellwechsels im Frühjahr und Spätherbst muss das Fell häufiger gebürstet werden. Damit verhindert man nicht nur ein Verfilzen des Haarkleids, sondern auch eine vollgeharte Wohnung. Ein Kürzen des Fells ist nicht sinnvoll, denn das üppige Fell wirkt ähnlich wie eine Klimaanlage. Im Sommer schützt es vor Hitze und im Winter bewahrt es den Hund vor eindringender Kälte. Baden sollte vermieden werden, es sei denn, der Eurasier hat sich auf ausgedehnten Streifzügen einmal besonders schmutzig gemacht. Verwenden Sie dazu am besten ein mildes Hundeshampoo. Übermäßiges Baden lässt die Haut austrocknen und stört den natürlichen Fettgehalt der Haut. Typische Rassekrankheiten des Eurasiers. Eurasier sind eine recht gesunde Hunderasse. Da die Zuchtbasis der Rasse anfangs eingeschränkt war, kann es dennoch gelegentlich zu Erbkrankheiten kommen. Sprechen Sie am besten den Züchter Ihres Vertrauens darauf an, wie sich seine Zuchtbasis im Laufe der Jahre entwickelt hat. Es können unter anderem Hüftgelenks- und Ellbogendysplasien auftreten. Auch eine erhöhte Anfälligkeit für Patellaluxationen, bei denen es zu einer Ausrenkung der Kniescheibe kommt, ist für die Rasse typisch. Gelegentlich ist der Eurasier vom Entropium betroffen, dabei wendet sich meist das untere Augenlid nach innen und sorgt so für Reizungen und Entzündungen der Hornhaut. Das Entropium kann durch eine kleine operative Korrektur behoben werden. Manche Hunde leiden auch an einer Schilddrüsenunterfunktion. Typische Symptome dafür sind allgemeine Antriebslosigkeit, schnelles Ermüden oder auch ein glanzloses und brüchiges Fell. Der Eurasier erreicht ein Lebensalter von 12 bis 14 Jahren. Viele von ihnen werden sogar noch älter.